In Wattens, da gedenkt man eines berühmten Sohnes des Pfarrers Jakob Gapp. Und um den geht es auch in unserer heutigen Sendung. Philipp, wer war denn dieser Jakob Gapp? Ja, der war der Sohn von Fabriksarbeitern, ist 1897 da geboren und ist dann Priester geworden bei den Marianisten. Und welche Bedeutung hat er jetzt für Wattens eigentlich? Er ist ein Vorbild für viele Menschen heute, der uns heute inspiriert. Und der Einzige, der es auf die Ehre der Altäre geschafft hat. Warum auf die Altäre? Also was war der Hintergrund? Er war ein Gegner der Nationalsozialisten und hat dafür mit dem Leben bezahlt. Und der Johannes Paul II. Hat ihn selig gesprochen für seinen Einsatz und seinen Mut. Und die Laurentiuskirche, das ist eigentlich so die Gedenkstätte heute? Genau, da ist eben eine Gedenkstätte und auch der Stolperstein davor, weil er eben da getauft worden ist und seine Primiz feiern konnte und auch die große, verhängnisvolle Predigt 38 da gehalten hat. Im KZ ist er ermordet worden und viele Jahre später ist er dann selig gesprochen worden. Deswegen erinnert man sich heute noch und das werden wir jetzt der Hannes erzählen. Hannes, wer ist jetzt zu dieser Seligsprechung gekommen? Ja, das war 1996. Der Jakob Gapp war ja bis in die 70er Jahre unbekannt. Auch die Unterlagen waren verschollen und die Marianisten haben das betrieben. Ich war damals Hauptmann vom Pfarrgemeinderat. Und dann sind wir eigentlich mit über 90 Wattnern und 300 Tirolern zu dieser Seligsprechung gefahren. Wir haben da eine Gedenkstätte errichtet. Die ist nicht umsonst da. Die ist mitten bei den Soldaten, bei den Gefallenen. Weil er im Ersten Weltkrieg ja sogar die silberne Tapferkeitsmedaille gekriegt hat, auch verwundet war, auch gewusst, von was er redet. Und die Seligsprechung selber hat jetzt im Ort vieles bewirkt. Und als in den letzten 25 Jahren vor allem. Wenn man bedenkt, wir haben zwei Theaterstücke machen können, eins mit Thomas Gassner, eins mit Josef Rosser. Und da haben wir vieles erlebt, wo Leute gekommen sind und gesagt haben, wir waren froh, dass es den Hitler gegeben hat, weil meine Eltern haben keine Arbeit gehabt und haben was zum Essen gehabt. Ja. Der Jakob Gapp hat da diese Predigt gehalten und hat dann flüchten müssen, weil er von Anfang an gesehen hat, dass der Nationalsozialismus eigentlich kein Heil bedeuten kann. Und er ist bis zum Letzten gegangen, bis er eben einen Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen hat wollen, hat sich dort noch auf den Peter Mayer, auf den Tiroler Freiheitskämpfer bezogen. Und ist dann praktisch in den Heldentod gegangen. Und die Wattner, die sind stolz drauf, jetzt, dass sie einen Seeling haben, oder? Ja, da hat sich sehr viel getan. Also das war am Anfang durchaus auch durchmischt. Aber ich würde sagen, die Aufarbeitung dieser Zeit und auch die Beschäftigung mit einem Modell, vor allem für junge Leute, ja, die jetzt einmal aus diesem Modell lernen können, wie kann ich denn was durchschauen, was eigentlich dann schlecht für die Zukunft von uns ist und was eigentlich humanitäre Werte verletzt. Und da ist ein super Beispiel. Da gibt es jetzt zum 25-Jahr-Jubiläum von der Seligsprechung natürlich einige Aktivitäten. Was kann man da alles erleben jetzt? Ja, also wir laden natürlich herzlich ein zu diesen Veranstaltungen. Einiges ist im ganzen Jahr ja schon passiert. Es gibt Konzerte, es gibt sogar einen Comic, also eine Grafiknovelle mit Alwin Hecher. Die beschreibt das Leben, beschreibt viele von den Stationen, von den pubertären Gymnasiasten, vom Kämpfer bis hin zum Pfarrer, Theologieprofessor, der den Armen hilft in Graz. Es gibt eine Ausstellung im Museum. Ja. Es gibt eine Messe mit dem Bischof am 21. November und eben die Präsentation von unserer Grafiknovelle am 19. da im Museum. Ihr habt auch noch für die Ausstellung ein besonderes Stückchen jetzt gekriegt, habe ich gehört. Dieses besondere Stückchen ist ein Teil von der Soutane vom Jakob Gapp, das wir von der Diözese gekriegt haben, das da ausgestellt wird. Und nebenbei in der Fotoausstellung sahen wir ein paar so Sequenzen, was so vor 25 Jahren sich getan hat, wie das Ganze angefangen hat. Ich bedanke mich für den Einblick und kann nur jedem empfehlen, kommt einmal nach Wattens und schaut euch an, was der Jakob Gapp geleistet hat und für was er heute noch steht. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Allerhand aus dem Tirolerland.